Hallo zusammen, der Thorsten hier, heute mit meinem Kollegen René, das ist der Winemaker von Delaire, hat sich ein bisschen Zeit genommen, ist von dem wunderschönen Tropfen einmal jetzt nach oben gekommen, ja, um uns ein bisschen auch Zeit zu schenken. Richtig klasse. Wollte ich euch eben kurz ein paar Sachen sagen. Also Monet ist auch noch ein junger Winemaker, ist 36, ist sehr, sehr bekannt geworden für richtig tolle Bordeaux-Style-Blends. Den Bodmaskop, den kennt ihr insgesamt. Wir haben jetzt hier den Lawrence Graf. Und das ist einer der Weine der ausgezeichnetsten, besten in der ganzen südafrikanischen Weinindustrie. Der Preis liegt an, ja, an die 200 Euro, die Flasche. Und heute, weil ich da war, hat der eine jetzt geöffnet, sodass wir beide diesen zusammen verkosten. Und da er natürlich the man of the day ist, in Bezug auf diesen Wein, hat er gesagt, dass er uns diesen Wein einmal kurz vorstellen möchte, in zwei Sätzen. Also, yeah, I'm proud to have you here. It's a pleasure. It's very nice. So, yeah, we have a sip, huh? Of this beautiful wine. Let's take it from there. That's why it's made. So it's the 2011 vintage. Yeah, here we go. Okay, so ich werde jetzt einmal nachhören, was diesen Wein so besonders macht, weil ich meine, 200 Euro ist ja schon ein mächtiger Preis, ne, für eine Flasche Rotwein. What does this wine make so special? Well, so the Lawrence Graf Reserve is a very small production, okay. Only 1,400 bottles a year. Oh, here. Is it? Okay. Yeah, so we want to keep it quite small and quite limited. This wine is from our oldest and best vineyard of the farm. Okay. Normally we get about 38 barrels of Cabernet from this block. And then we select the best 5 barrels from every vintage. Okay. We also just make the wine in exceptional vintages, so we don't make it every year. By 2010 we had a year, but personally for me it was not ideal for what we want to achieve with this. Okay. So 2010 we had no vintage. Mm-hmm. We just bottled our 2012 about 4 weeks ago. Okay. Yeah, so it's mainly Cabernet Sauvignon, about 95% Cabernet Sauvignon, mm-hmm. With a bit of Petit Verdot, a bit of Malbec. Okay. Aged in barrel 24 months. Mm-hmm. So it's really a fun project on Delaire. It's okay. Also quite scary at the same time to make such a great wine in a small volume. Mm. But I mean, we wanted a wine like this, and Mr. Graf really wanted one to have a high top-end wine. Okay. So we put a lot of effort in the vineyards and in the cellar to kind of achieve this one. Okay. It's a great wine. I think 2011, in my small or young career as a winemaker, I tell people that I think it's one of the best wines we've ever made from Delaware. The 2011 Lawrence Graf. It's a phenomenal wine. It's got the elegance, it's got the structure. There's a very old saying, it's an iron fist in a velvet glove. Okay. Yeah, so it's kind of, it's got the power and the structure, but it's all very elegant, very soft. Mm-hmm. In terms of aging of this wine can age easily 15-20 years. I mean, I know the cellar in Germany is much colder and much cooler, so I think a good cellaring can last 15 years. Well, the wine is really, I'm super excited about it. Yeah, thank you, Monet, about the information. Also die jetzt kein Englisch können, ich möchte das mal ein bisschen zusammenfassen. Also das ist ein Wein der Superlative. Es werden wirklich hier vorne bei Delaire, wenn man vorne auf der Terrasse sitzt, seht ihr ein paar ganz, ganz kleine Felder. Von diesen kleinen Feldern wird der Cabernet Sauvignon gewonnen. Das ist ein Cabernet-dominierter Wein, wirklich der Superlative. Es werden nur 1400 Flaschen produziert. Das muss man sich mal vorstellen. 1400, jetzt haben wir nur noch 1399, weil eine haben wir jetzt hier offen. Es werden von den Barrels auch nur ein paar genommen, die wirklich genau den Kriterien entsprechen, die der Monet im Endeffekt auch für diesen Wein haben möchte. Also ein absolut fantastischer Wein, der sehr, sehr viel auch auf Lawrence Graf zurückgeht, der halt ganz klar sagen möchte, ich bin an der Spitze, ich möchte oben in der südafrikanischen Weinindustrie mitspielen. Eine ganz, ganz feine Geschichte. Now we have to taste the wine. I think it's a very nice color. So it's dark, it's deep, it's promising, yeah, that I will get now a dominant wine. Also
ich gehe davon aus, ich bekomme jetzt einen sehr dominanten Wein, allein schon von der Farbgebung her, von dem ganzen Aussehen her, dass mich jetzt wirklich ein Volumen erwartet, was sehr, sehr dominant ist. Yeah, I think there's a lot of structure. My typical cabinet is from this area. Kind of a dark berry, cassis. Kind of a slight bit of like autumn leafy character that I get from the oak. Yeah, the structure is super elegant, soft. It's very soft. Yeah. Normally, as I said before, I mentioned a dominant wine, but it's not dominant at all. You got a nice aftertaste. Also dieser Wein, der überrascht mich jetzt sehr. Ich habe gedacht, ich bekomme jetzt wirklich einen sehr dominanten Wein, brachialen Wein, der mir die Tür sozusagen nicht aufschlägt. Ja? Ganz im Gegenteil. Er ist dafür, dass es ein Cabernet ist. It's 95% Cab. Yeah, 95% Cab, then Cabernet Franc in Malbec. Malbec and Petit Verdot. Malbec and Petit Verdot. Also das sind die anderen zwei Blendierungsarten. Ne? Ganz ausgewogener, schöner Wein. How would you combine that wine, pair it with food and stuff? Or is it a wine to have it on your own in a nice location, or would you also recommend some food around? No, I think this wine should go with food. Mm-hmm. I think about the traditional companion of Bordeaux or Cabernet is lamb. Slow roasted leg of lamb, shoulder of lamb. Okay. The spiciness from the lamb, the juices and the freshness of the red wine, it's just beautiful, but mindful about that. That's right. So it's definitely one of them. And you can have it by itself, but I would probably have it with it. Okay. It's one especially after 3 or 4 years in the bottle, you can see. You also bring out more flavors. Also, was Mornay dann auch nochmal zu Internet sagt, dieser Wein kann natürlich auch einfach so getrunken werden. Wenn man aber, sag ich mal, spezielle Angelegenheiten hat, Feierlichkeiten etc., es darf mehr sein, es darf Lamm sein, es darf wirklich ein sehr dominantes Essen sein, es darf auch in diese Wildrichtung gehen. Also alles in allem, very, very promising. Very fascinated about the wine money. Thanks once again for your time. Yeah. And damit möchte ich mich auch mit Mornay verabschieden von euch. Wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Und wir verabschieden uns von Delair. Cheers, Mornay.